Parmigiano-Käse. 4 Stück haben wir, 0 Rest. Da mach mal 2. Mozzarella, 38 haben wir, 0 auf Lager. Brauch mal keins. Magerjoghurt, 8 haben 2. Wir, 0 auf Rest. Grüntee, 19 und das war's. Mach mal 1, ja. Zitronentee, 21 auf im Laden, 0 auf Lager. Auch 1. Schwarzer Tee haben wir, 56, das reicht. Reicht, ja. Pfefferminze, 36 Laden, 17 auf Lager. Reicht. Minze, 36 im Laden, 2 auf Lager. Reicht auch, würde ich sagen. Und Baldrian, 36 im Laden, 9 auf Lager. Reicht. Okay, dann sind wir bei 2489 und 55. Das ist crazy, Noel, hast du es gehört? Ja. Ich hasse es, dass wir uns gegenseitig blocken. Haltet ihr eigentlich gedrückt oder klickt ihr? Ja, ich halt gedrückt. Ich klicke, weil das schneller ist. Das ist schneller? Ja, auf jeden Fall. Wieso funktioniert mein Autoklicker nicht? Mein Gott, warum musst du keinen Supermarkt-Simulator cheaten? Nein, die Taste von meiner Maus, das ist das. Kannst trotzdem cheaten. Nein. Ist genauso wie damals mit dem Double-Click in Minecraft. Was meinst du, wo ich mir den Autoklicker gekauft habe? Auf? Auf seiner Maus. Auf meiner Maus war ein Doppelklicker verbaut. Das ist halt ein Autoklicker. War ich auch immer so gut. Das ist halt ein Autoklicker, der nur deine Klicks verdoppelt. Hä? Ich hab mich in die Wand reingeblasen. Lass das Paket fallen. Nur ein, warte mal, ich hol den Besen. Hol den Besen. Ich denk mir gerade so, what the fuck? Hau immer. Ich glaube, Noel, du musst rejoin. Du musst rejoin, wir machen den What Rest eben. Bro, geil. Keks drückt mich da an die Wand rein, der Herr. Weißt du noch, was da unten? Aber ich denke mir so, warum sehe ich jetzt auf einmal die Tür von hinten? So. Boah, ich glaube, wir hätten von den Soßen doch nochmal einbestellen sollen. Kann ich noch nachbestellen? Können wir dann machen, wenn wir neue Produkte holen. Ketchup müssen wir einmal nachkaufen. Ja, eigentlich alle Soßen. Weil das sind wirklich wenig drin, das hatte ich nicht mehr so im Kopf. Ich hol mal kurz noch von jedem ein. Nee, mach dann, wenn wir die anderen Produkte auch kaufen. Ja, ich kann das aber ja trotzdem schon mal reintun, oder nicht? Kannst du. Wenn ich jetzt hier aus dem Menü rausgehe, dann bleiben sie nämlich gespeichert. Ja, Apfel ist wieder da. Ich hab Angst vor der Tür. Ich hab Angst vor der Tür. Wie ist das passiert? Wir wollten beide durch die Tür durch und das nächste, wo ich weiß, ist. Dass ja, Noel in der Wand steckte. Bro. Habt ihr doch die Soßen jetzt schon nachgekauft? Nein. Die waren halt noch draußen, aber trotzdem. Ach jo. Okay, Grotti, du hast recht. Was? Geht schneller mit dem Klicken. Ja. Also jeden Donnerstag müssen wir Preise erhöhen, gut zu wissen. Genau, ja, ich schau gleich nochmal durch, ob wir nicht nochmal was machen können, aber... Vielleicht passiert es auch. Ihr geht verkaufen die Pakete direkt? Ja, ein paar wenigstens. Verpiss dich von meinem Lager! Was mache ich gerade? Der hat einen übelsten Brain-Lag. Oh. Wer möchte jetzt von euch auffüllen? Das kann ich schon machen. So, was machen wir? Was holen wir? Limonade? Ich glaube, Limonade muss in den Kühlschrank. Ja, ist dann so. Ja, wir haben keinen Platz für einen Kühlschrank. Ja, ist dann so. Wir haben doch wohl Platz für einen Kühlschrank noch.
Wo willst du hier noch einen Kühlschrank hinstellen, dass es gut aussieht? Gut, dann müssen wir nächstes Mal noch ein Laden-Upgrade kaufen. Nächstes Mal. Ja, nehmen wir einen, passt schon einer hin, oder? Nee, da steht ein Regal. Nicht? Oh. Ja, aber wenn wir das Regal eins nach links packen. Nein. Und den hier in einen doppelten umwandeln und den einzelnen dann hier hinstellen. Ich glaube, die Kühlsache auf einer Seite sieht besser aus. Ich meine, wir können die Getränke ja trotzdem woanders hinstellen. Passen die in den kleinen? Wie viele Getränke sind das? Ey, ich guck kurz nach. 2, 4, 6, 7. Nein, die passen nicht in den kleinen. Nee. Die passen aber auch in den großen nicht rein. Nee, da bräuchten wir zwei. Bräuchten wir wirklich zwei. Das ist nicht wert. Aber wir haben auch nicht genug Regalplätze, also wir bräuchten auch nochmal ein neues Regal. Mm, also dann bräuchten wir fast ein Upgrade. Ja, wir machen jetzt noch einmal. Ja, das hier. Na, okay. Bro, na. Doch beide? Ah, oh, ich weiß nicht, dann sind wir da. Ja, sind wir können die Kasse theoretisch gesehen hier im Packen. Dass wir. Ja, und dann? Ja, dann können wir hier nochmal zubauen willst. Nee, ich hätte jetzt gesagt, die Kasse hier rüber, weil da haben die Kunden nämlich einen längeren Weg. Da sammeln sich nicht 8 Leute an einer Kasse. Ja, man kann die Kasse rüber und dann kann man hier nochmal Regale hinstellen. Ich weiß nicht, ob das nicht die Wege von dem blockt irgendwann. Ja, und dann das hier halt weg. Dann haben die halt hier den fetten. Glaubst du, sie sind schlau genug dafür? Soll ich nochmal einen Ladenplatz kaufen im schlimmsten Fall? Ja, doch, das sind sie. Sollen wir oder sollen wir nicht? Ich glaube, einer reicht vorerst, oder? Meinste? 7 Sachen. Jawohl. Ich würde einen zweiten holen. Aber das entscheidet ihr. Chefe macht. Ja, ich möchte das aber mit euch absprechen. Ich möchte eine einheitliche Abstimmung machen. Was ihr von diesem Vorschlag mit dem zweiten Upgrade haltet. Ja, mal ansonsten. Grotti, du bist unser Architekt, du misst nach. Ich bin auf dein Ergebnis gleich gespannt. Ja, also man bräuchte mindestens 2 Kühlschränke neue, also. Sonst machen wir da nochmal einen doppelten hin, dann haben wir genug. Dann kommst du da Getränke mit rein? Also soll ich jetzt Getränke kaufen? Ja, mach Getränke. Haben wir trotzdem noch 5 Punkte. Ja, aber die brauchen wir jetzt mal gerade nicht ausgeben. Dann kaufe ich mal von allen alles. Limonaden 1, 2. Ich habe jetzt den einen mal umgestellt, der wohl in dem. Kannst du die Soßen, die ich da abgespeichert habe, sehen oder nicht? Nee. Gut, dann kaufe ich eben die Soßen, dann machen nur und ich die Soßen eben rein und du kaufst die anderen Sachen, ne? Ich kann auch die Soßen jetzt mitkaufen. Ich habe jetzt hier schon drin. Ja, gut, dann. Naja, kommst du gut. Brauchen wir nicht einen zweiten, weil es 7 Sachen sind? Wir haben doch Platz für 5 und 3. Ach, da ist noch Platz. Ja, okay, ja. Fuck, okay, ich lag falsch anscheinend. Warum? Weil die Getränkeboxen dann doch nicht reingehören. Nur die Getränkeflaschen, ne? Das heißt, hier ein einzelnes Regal noch rein, oder wie? Nee. Warte mal, wir haben doch hier unten noch Platz. Dann tust du die halt erstmal hier unten rein. Oh nein, aber die Sortierung. Ja, ne? Ja, ich find's auch gut. Das war jetzt schon ein Vorschlag. Wir brauchen nochmal ein Regal und das sollte eigentlich da in der Nähe von dem Kühlschrank stehen. Aber ich bin hier gerade noch nicht zufrieden mit dem allen. Ich schau mal, ob ich da eins rein. Achso. Na, dann passt keins mehr daneben, scheiße. Gott, ich muss gleich noch die Preise von den Getränken anpassen. Jo. Wie sieht's denn so aus? Kriegen wir so noch einen hin? Also jetzt ein normales Regal? Mhm. Das blockiert leicht die Tür, aber ich könnte es akzeptieren. Da kommen wir vorbei, oder? Damit können wir leben. Ja, damit kann man leben. Dann packen wir Getränke zu den Getränken, ne? Wir müssen auch hier auf jeden Fall hier gleich noch das Lager noch mal ein bisschen upgraden, im schlimmsten Fall. Weil mehr Regale kriegen wir nicht rein, das meine ich.
Doch, auf der anderen Seite. Wir können die spiegeln. Natürlich kriegen wir da noch mehr rein. Und wir können da ganz oben auch noch was reinlegen. Ja, stimmt schon. Roddy, pass mal Preise an, wir füllen auf. Ja, ja, mach ich. Ein anderes gibt. Das ist ein anderes Getränk, okay. Hast du die Cola Light oder wie? Ich glaube. Ja, die hatte ich auch. Ach, das sind nochmal Soßen, okay. Ja, wir haben Soßen auch nochmal nachbestellt. Und hier haben wir nochmal Sprite zum Auffüllen. Da haben wir halt nur noch die Dinger für die Regale. Wo kommen die hin? Habt ihr schon Platz dafür? Für was? Ach, bei dir. Für die Sprite gibt's auch Dosen. Ja. Das nenne ich crazy. Also es ist auch krank, dass Cola so viel teurer ist wie alle anderen. Hilfst du mir, Kartons wegzuschmeißen gleich? Ja, kann ich machen. Nicht mal der Noel. Noel beugt sich nicht im System. Also Preise hast du alle angepasst? Jupp. Da sind noch mehr drin. Okay. Okay. Preise sind angepasst. Gut, dann Noel, wie an die Kassen. Oh, die hätte ich vielleicht hier an die Wand schieben sollen. Egal. Was, die Kasse? Ja, die wollte ich eigentlich nach hinten. Pack mir ein bisschen. Ah, ist ja egal. Oder? Eigentlich nicht. Wir können doch die Kasse nach da hinten machen. Aber ich finde es hier ein bisschen schöner. Dann, ja, natürlich sieht es hier erstmal schöner aus, aber die hier, da ist der Pfeiler hier ein bisschen im Weg, weil die backen sich ja hier in die Mitte immer rein. Ja. Das ist doch das Schöne in dem. Oh, drei Leute schon. Oh, sie kauft Brot. Brot? Brot. Nicht mit mir. Nicht sie. Die bei Noel an der Kasse steht. Zu spät. Der Besen liegt schon weg. Brot gekauft. Oh nein. Mensch, fangen sie an Hamsterkäufe zu machen oder wie? Bei zweimal Brot. Ah, ich... Ich hasse es, wenn man... Das ist amerikanisches Brot, die kennen nichts Besseres. Hat schon jemand Cola gekauft für 6 Euro? War sie das? Nee. Enttäuschend. Wer von euch hat die Cola gekauft? Das ist zu teuer, Sodaflasche. Mhm, sehr gut. 11,49 Euro. Und Öl! Zweimal Öl! Aber es ist 59, schade. Ja, warum braucht man dreimal Ketchup? 60,61. Wer hat die Cola gekauft? Wegen einer Grillparty vielleicht. Da brauchen wir auch keine dreimal Ketchup. Also da muss schon eine fette Grillparty sein. Da muss schon die halbe Stadt einladen dafür, dass du dreimal Ketchup brauchst. Die reicht schon. Für dreimal Ketchup, never. Nur Kinder essen Ketchup. Was siehst du so anders, Noel? Also dreimal Ketchup, Digga, dann musst du schon wirklich damit einmarinieren, keine Ahnung. Oh, jetzt dreimal Toast gekauft, zweimal Ketchup. Okay, die sind. Die können sich hier manchmal feststacken, wenn die hier. Wenn die hier durch wollen gleichzeitig. Okay, dann müssen wir die vielleicht einfach. Naja, nee, sonst. Ja, ist schon. Nee, ich schlag die einfach raus, das passt schon. Ja, gut. Ich meine, das ist dann eh vorbei, sobald wir den da. Wir das nächste Upgrade noch holen. Ja. Dann haben wir das. Ey! Ich hab den Besen, ich bin der Chef. Okay. Ich hab schon den Kampf gewonnen, aber okay. Musst du mit dem Huni bezahlen, du Garba! Ich find's schade, dass wir bisher noch keinen Dieb hatten. Kauf einfach eine Kasse. Was?
Wenn wir eine Kasse verkaufen, dann müssen die alle zu... Achso, ja. Wenn wir eine verkaufen, ja. Ich habe verstanden, kauf einfach noch eine Kasse. Habe ich auch verstanden. Dann müsst ihr einfach mal zuhören. Ha? Hinter dir ist eine Kunde neu. Weil die will was von dir. Die will bezahlen, jetzt machen wir deinen Job, Junge. So. Du hast ja noch keine Zahlung, wo über 60 gehen. Ich schon, eine. Ah, schlecht. Kein guter Tag für mich. 58, 80, ach du heilige Mann. Oh, zweimal Öl? Zweimal Öl und ich weiß nicht, was das in der Mitte war. Also wieder mal ein ganz komischer Einkauf hier. 62, 10. Ja, schön. Das ist crazy. Aber eigentlich also Cola Dosen gehen crazy anscheinend. Das, was wir heute ausgegeben haben, müssen wir eigentlich wieder reinholen. Das sind aber knapp $5,000. Hat sich eigentlich jemals jemand über den Joker-Preis beschwert? Nicht, oder? Bis jetzt noch nicht. Nee. Dann mache ich ihn nochmal höher. Also jeder mit mir hat mindestens einmal Cola. Ob Flasche oder Dosen. Das ist krank. Und die meisten nehmen auch gleichzeitig noch Fanta mit. Also oder Sprite. Ja. Wir haben keine Fanta. Sprite, ja. Denk mal nach, Noel, bevor du redest. Nee. Gibt's eigentlich Limonade 2 irgendwo? Nee. Guck, echt nicht? Nee, es gibt nur Limonade 1. Aber wir müssen eigentlich über die, als nächstes die Grundprodukte 4 holen, weil dann können wir zu Hygiene 1 gehen und kriegen wir Eishampoo. Emmentaler ist zu teuer. Hier ist eine Sprite-Flasche, hier sind zweimal Cola Light, ein Wasser, noch ein Wasser. 66, gut so. Die gehen krank ab auf die neuen Produkte, auf die Limonade. Viele mehr so Einkäufe, Noel. Zwei Sachen! Grotti schlagt den hier bei mir in der Kasse. Ich bin mit Einräumen beschäftigt, sorry. Bastard. Keks, wolltest du uns nicht hier irgendwie... Du wolltest uns Besen providen. Ich bin anders als der letzte Chef. Das war deine Aussage als Chef. Du hast es versprochen, deswegen haben wir dich gewählt. Ihr habt mich nicht gewählt, ich habe einfach nur durch Glück gewonnen. Skill. Was für Skill, Alter, Noel und ich haben uns durcheinander geglitscht, durchgehend. Skill. Wie viel hatten wir eigentlich am Anfang? 7k, oder? 7000. Ich habe hier dreimal Cola, Dosen, eine Flasche. 48 Euro nur. Ja, die gehen richtig ab, Alter. Also jeder Einkauf hat mindestens eins von den neuen Getränken mit dabei. Hier ist auch heiß draußen. Aber niemand kauft Wasser. Doch, Wasser wird bei mir viel gekauft. Ah, okay. Boah, jetzt geht die Arme eigentlich. Jetzt geht's gerade ein bisschen runter hier mit den. Digga, alle unter 20 Euro, was soll das? Neue Kunde ist Kunde. Kunde ist König. Da liegt eine Bananenschale. Da wäre ich fast drauf ausgerutscht. Mach's da weg. Seid ihr schon mal auf eine Bananenschale ausgerutscht? Nein. Glücklicherweise noch nie. Nein. Parmigiano-Käse ist zu teuer. Leck Eier, Junge. Kannst du Parmesan-Käse von meinen Eiern kratzen? Geil. Alter. Mit Parmesan. Drei Sachen! Wieder nur drei Sachen. Oh, Alter, Leute. Macht Noel nicht sauer. Der hat angefangen zu joggen. Der rennt euch hinterher. Der rennt euch gleich mit dem Besen hinterher. Den ersten Kilometer geht's, dann habt ihr eine Chance. Ihr müsst nur einen Kilometer schneller rennen als er, dann seid ihr da vorne. Ja, nee. Also einen kann ich sprinten, und den zweiten kann ich noch joggen. Und ab
3,5 kratzt du ab. Ich würde sagen, ab 3,5 hier, wie, was ist das deutsche Wort, wie krabbel ich den denn, der nicht über den Boden, Digga. Ich wüsste nicht mal, was das englische Wort ist. Ich wollte eigentlich crawling mal sagen, aber das ist auch nicht krabbeln. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Kraulen? Ja, Digga, du hast 2 Eingänge in den Laden und du quetscht dich durch alle durch wie hier und da. Schubidubidu. $62.05 Schubidubidu. I don't know, was das heißt. Mark? Ich weiß nicht, was das heißt. Hä, Euro, Dollar will ich ja alles einsehen, aber Mark? Mark ist crazy. Wie alt bist du? Bro, ist kurz Zeitreise gemacht. Boah, 61, jetzt let's go, Digga. Jetzt machen wir noch Keks. Ja, wir machen heute wahrscheinlich Minus. Ja, glaube ich auch. Aber wir haben halt auch neue Regale, einen Kühlschrank. Den Platz haben wir erhöht, wir haben neue Produkte, also es ist zu verkraften. Ja. Oh, hier war der Wasser. Schubi, schubi, 8 Euro, Alter! Schubi, schubi, schubi. Okay, bei dir steht, glaube ich, die mit dem weißen T-Shirt, die muss ich einfach durch die Kassen durchdrängeln dort. Dich hau ich jetzt gleich mit dem Besen. Ja, wie kommt da ein Marker Quark? Jetzt geht es mir rüber. Wie kommt da ein Marker-Joghurt hin? Nächstes Zahl zu 50 Euro. Normalerweise musst du immer bezahlen, wenn du zu ihr gehst, oder? Das ist das Geld, was Noel immer bei ihr lässt. Ja. Willkommen in die Hölle. Damit habe ich schon lange abgeschlossen. Mir wird dauerhaft jetzt auf YouTube auf der Startseite ein Video vorgeschlagen von irgendeinem Bibel-Account. The Story of the Bible. Aus Satans Augen, ne? Animiert 50 Minuten oder so. Ist schon verlockend, oder? Hat was. Hat was, ja. 13, 18, was machst Alter. Du da? Ach jo, ich kann ja auch mit dem Numpad mittlerweile eingeben, warum? Da war ja was. Bro, hat die News schon wieder vergessen. Echt jetzt? Ja. Muss ich nicht von der Maus hier rüber oder vom WSAD rüber? Das finde ich krank. 64, guter Mann. 64, 69, noch besserer Mann. Boah. So, müssen wir irgendwas nachkaufen? Boah, Cola müssen wir eigentlich nachkaufen. Bro, diese, fast Feierabend. Diese Dosen, ne, kosten 80 Euro. Das sind 20 drin, die kosten 4 Euro. Wir machen 2,50 Euro Marge mit jeder Cola-Dose, die wir verkaufen. Das heißt? Ja, wir kriegen 2,50 Euro Gewinn für jede Cola-Dose, die wir verkaufen. Das ist Müll. Ja, okay. Digga, also die Getränke gehen richtig weg, Alter. Ja. Das ist eine Sardinendose, die ist kein Müll. Das ist für manche Leute das ist ein Schatz. Ich würde sagen, mittlerweile hier die neuen Getränke beliebter als unser Joghurt. Ja, weil der neu ist. Zeiten vergehen. Erinnere dich an die Zeit, wo das Öl neu war und jemand 6 Dosen oder 5 Dosen bei dir gekauft hat? Ja, und seitdem hat niemand mehr so viel Öl gekauft. Ich hatte jetzt viele, die wohl 2 Öl gekauft haben. Ja, aber keine 4 Stück mehr. Die Prime vom Öl. Die Prime vom Öl ist vorbei. Wir können Öl langsam in die Rente schicken. Das bietet mir dann einfach nicht mehr an. Weil ich finde. Auf Öl in Rente. Ja. Aber ich finde Joghurt halt trotzdem noch krass.
So, könnt ihr ja mal ein bisschen mehr einkaufen als nur drei Sachen. Hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, ne? Noel, ich hasse es, du musst es das mit den drei Sachen sagen. Jetzt kaufen sie bei mir auch nur noch drei Sachen ein.